geschaut. Nein. Hella schummelt, das ist wirklich ein Tag schummeln. Ich feiere das so sehr. Wir brauchen 1,5 Kilo Magerquark. Was soll das? Wir sind komplett voll. Hey Leute und ganz herzlich willkommen zu diesem neuen Video von uns. Heute machen wir was ganz Besonderes. Und zwar werden wir heute den ganzen Tag alles in Blau essen. Man sieht es uns auch gar nicht an. Das war nicht geplant, Leute. Das war gar nicht geplant. Oh mein Gott, was für ein Zufall. Du hast auch einen blauen Pullover an. Krass. Ob ich dir das jetzt glauben soll? Naja. Ich war übrigens einkaufen und es war so ein Fail. Ich war im ersten Einkaufsladen und plötzlich kommt da so eine Alarmsirene an. Eine Alarmsirene? Ja. Also, okay, krass. Achtung, Achtung. Es folgt eine wichtige Durchsage. Bitte räumen Sie sofort das Gebäude. Folgen Sie den gekennzeichneten Flur- und Rettungswegen. Und da muss ich rausgehen und meinen Einkaufswagen dort lassen. Mit 2 Euro, die da noch drin waren. Echt? Ja. In dem Einkaufswagen? Ja. Oh, was? Ja, wir mussten die da stehen lassen und rausgehen. Oh Mann. Und ich wusste ja nicht, wie lange das dauert, also bin ich dann halt weggefahren. Und das ist halt nicht so ein guter Einkaufsladen. Also da gibt es halt nicht so viel. Aber ich habe mein Bestes gegeben und vielleicht müssen wir bei der einen oder anderen Sache ein bisschen schummeln. Aber ansonsten geht's. Damit wir nicht ganz verhungern heute. Okay. Wieso blau? Gibt es auch bestimmt viele Blaubeeren, Blaubeerjoghurt. Ich glaube, das wird auch das Einzige sein, was wir heute essen werden. Ganz viel. Erinnert mich Blaubeere. An Finnland, da gab es doch immer Blaubeersaft. Oh Mann. Berry Juice. Okay, dann setz dich mal und wir fangen an mit dem Frühstück. Wieso erlebe ich nicht so coole Sachen beim Einkaufen? Cool war das nicht. Ich dachte mir nur so, wie unnötig einfach, dass ich jetzt gehen muss. Fangen wir mit einem Getränk an. Mit einem Getränk? Das hier. Blaubeertee. Haben wir das nicht noch hier? Ich warte, bevor du das aufmachst. Ich glaube, wir haben das beim Essen mit B auch schon gehabt. Ja? Oh mein Gott. Und das war so ekelig, Hella. Das hat gar nicht gut geschmeckt. Das war halt so, hä? Ist der noch geschlossen? Nee, hier. Oh Mann, wie dumm. Jetzt haben wir 2 Packungen super leckeren Blaubeertee. Ich stell schon mal das Wasser an. Wird der blau? Naja. Was? Das ist Blaubeertee und der wird nicht mal blau? Geht ja schon mal gut. Oh mein Gott, das ist ja halt auch einfach drauf. Ich weiß ja jetzt nicht, ne? Also das ist jetzt nicht so richtig blau. Lass uns den mal ziehen lassen und erzähl mal, was du denn Blaues noch zum Essen hast. Ja, ich habe auch noch das hier. Das ist eine blaue Marmelade. Das ist eine Brombeermarmelade und die ist nur von außen blau, glaube ich. Nein, so sieht die von innen aus. Die ist nicht blau, Hella, die ist genauso rot wie das. Also nein, ich finde die sieht schon ein bisschen aus wie blau. Ih, Tom. Okay, sie ist rot. Es war wirklich richtig schwer, blaue Sachen zu finden. Jetzt kommt eine Sache, die ist leider geschummelt. Das war auch schon alles geschummelt hier. Nein, das war noch nicht geschummelt. Das ist halt auch nicht. Da ist halt leider nur die Verpackung blau. Ja, dann könnte man ja alles kaufen, wo die Verpackung blau ist. Ja, aber ich wollte halt irgendein Brot, damit wir die Marmelade irgendwo draufspielen können. Ich weiß ja nicht, Hella. Hast du noch was anderes? Nein, das war's. Das war alles. Das war alles. Nein, ich habe auch noch was anderes, aber das will ich gar nicht raus... Nein. Das will ich gar nicht rausholen. Wieso? Weil das ist wirklich Schummeln. Wie kann das denn noch mehr Schummeln sein? Und zwar das hier. Das ist so ein Blaukäse. Blue. Auch noch falsch geschrieben. Ich weiß ja nicht. Also da könnten wir das Blaue daraus essen. Aber ich glaube nicht mal, das ist blau. Doch, das ist blau. Willst du ja nur diese Schimmelstellen daraus essen? Nee, ich mag so einen Käse halt auch eigentlich nicht. Gut, das war's dann mit dem Frühstück. Oh, ich bin so satt geworden, Hella. Ich bin auch so satt. Lass uns erstmal einen Schluck von unserem roten Tee nehmen. Schmeckt's? Schmeckt eklig. Schön. Ja gut, also ich habe aber noch andere Sachen. Blaubeerjoghurt. Mm. Wenn der jetzt nicht blau ist, ne, dann bin ich echt sauer. Nein! Das kann doch jetzt echt nicht wahr sein. Oh no, Hella. Hä? Ich glaube, das ist auch eine richtig schwere Farbe. Jetzt habe ich aber etwas, das wirklich blau ist. Ja, genau. Blaubeeren. Okay, Gott sei Dank. Dann lass die jetzt einfach zum Frühstück essen. Seit wann sind die weiß von innen? Ich dachte, die wären halt so wie dieser Joghurt von innen. Aber weiß? Die schmecken auch komisch irgendwie. Die schmecken ganz komisch. Die haben gar keinen Geschmack. Leute, nicht diese Beeren kaufen. Was ist das denn? Die schmecken ja nach nichts. Ich sag's dir, ich hatte in dem anderen Einkaufsladen so nice Sachen. Auch zum Beispiel dieses Powerade. Die Sachen, die ich hatte, die waren so gut. Und dann musste ich meinen Einkaufswagen da stehen lassen und in den anderen Laden gehen. Und da gab's nur so komische Sachen. Ich hatte halt eine XXL-Packung Blaubeeren und die sahen richtig lecker aus. Sonst müssen wir nochmal losfahren. Irgendwas werde ich hier wohl drin haben. Hol mal Gläser.
Das heißt, es ist nichts zu essen, sondern was zu trinken, was du jetzt rausholst. Jetzt habe ich ein Getränk, was Antonia mir empfohlen hat, was ich machen kann. Und zwar, das sieht im ersten Moment weiß aus, aber wenn ich das jetzt aufmache, ist das ein blaues Red Bull, meinte sie. Ja! Wow. Gott sei Dank! Verdursten werden wir schon mal nicht. Oh, crazy. Und da steht drauf White Edition. Ja, wo ich mir dann auch denke, wie soll ich da blaue Sachen finden? Jetzt habe ich noch so eins, aber in einer anderen Farbe genommen. Hier steht Heidelbeere Blue Edition. Jetzt bin ich gespannt. Also mal sehen, ob das jetzt auch blau ist. Wahrscheinlich ist das jetzt weiß. Was? No, God, please, no, no! Warum sagen die, das ist eine Blue Edition? Das verstehe ich gar nicht. Hä? Das ergibt gar keinen Sinn. Nee, oder? Hätte Antonia mir das nicht gezeigt, ja? Dann hätte ich das niemals genommen. Sieht aber auch sehr künstlich aus, um ehrlich zu sein. Probier das jetzt mal. Schmeckt so gut. Nice. Trink nicht alles aus, Alter. Ich möchte auch noch was. Nicht, dass ich verdurst. Ich glaube, du magst das gar nicht. Echt nicht? Boah, der Geruch schon. So richtig süß. Ich mag es richtig gerne. Ich mag am liebsten diesen normalen Red Bull. Aber ist der nicht auch blau? Nee, der ist gelb, ne? Oh, weiß ich gar nicht. Weiß Man schaut halt hier nicht. Auch einfach nicht rein. Echt nicht? Ich mache immer im Laden die Sachen auf und schaue einmal rein. Ha, ha, ha. Ja, aber das schmeckt ja so nach Kokosnuss so ein bisschen. Nach Kokosnuss? Habe ich jetzt nicht rausgeschmeckt. Oh, so steht nice. Sogar drauf. Kokosblaubeere. Richtig lecker. Und das hier ist ja wohl nicht Blaubeere. Nee. Dann habe ich ehrlich gesagt noch einen Joghurt. Weißt du, das können die doch nicht ernst meinen. Hier eine Blaubeere drauf tun und dann ist der Joghurt aber lila. Blaubeeren sind eigentlich auch von innen lila, soweit ich weiß. Ja, Hella, wir können die jetzt aber auch nicht alle schlecht werden lassen. Wir müssen die jetzt halt auch einfach mal essen. Heute also, alles in lila. Ja. Aber ich finde, so ein bisschen blau sieht das schon aus. Lass einfach das Video umswitchen zu alles in lila. Da haben wir halt mehr ja. Sachen als irgendwie blau. Also je nachdem, was du jetzt noch im Petto hast da unten. Nee, ich habe da noch ein paar gute blaue, obwohl auch lilane Sachen schon wieder. Alles in lila ist das Video heute. Kannst du uns 2 Löffel holen? Ja. Lecker. Aber wir können jetzt richtig gut einen Geschmackstest machen. Okay. Welcher Joghurt am besten schmeckt. Okay. Also, nice. Mit denen. Der ist so intensiver und der ist so mehr nach Joghurt. Ich finde den, glaube ich, nicer. Ich glaube, ich finde den nicer. Ich finde die beide richtig lecker. Aber wenigstens schon mal was zum Frühstücken. Du hast jetzt halt schon dein ganzes Pulver verschossen, oder? Was? Noch ein Joghurt? High Protein, den nehme ich. Ja, Hella, ich glaube auch, wenn man 2 Blaubeerjoghurt schon geöffnet hat und die nicht blau sind, dann ist der dritte auch nicht blau. Mann. Gucken, wie der schmeckt. Nicht so. Der hat halt viele Proteine. Kann ich gebrauchen für meine Muckis. Naja, dann lass uns das jetzt erstmal als Frühstück essen. Ich finde, die sind total blau. Mhm. Mm, der schmeckt echt jetzt nicht so Burner-mäßig. Haben wir aufgegessen? Ja. Okay, weiter geht's. Verstehe einfach nicht, warum die da blau draufschreiben und dann ist es nicht blau. Ja, es ist nicht immer alles Gold, was glänzt. Ich habe ehrlich gesagt auch noch Hunger und ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, was wir noch essen sollen, weil das war schon der Nachtisch vom Mittagessen. Vom Mittagessen sind wir schon. Was? Gefühlt essen wir dann heute nur eine Mahlzeit. Ja. Hast du Lust auf einen Nachtisch? Mir egal. Hauptsache irgendwas zu essen. Nur die blauen Stellen von dem Würmchen. Zum Frühstück, Hella. Zum Frühstück. Ja, es ging nicht anders. Das nächste Mal gehst du wieder einkaufen. Obwohl, ich gehe einfach für lila einkaufen. Es gab richtig viel in lila. Immer nur die blaue Seite nachweisen. Armes Würmchen. Die kleinen Glühwürmchen werden mal halt abgebissen. Aber ich muss sagen, die mag ich auch am liebsten. Die ja, die hier. Schmecken auch richtig ne? gut. Weißt du, was du noch hättest kaufen sollen? Was? Diese UFOs. Mm. Da gibt es doch auch so blaue, aber die sind meistens zweifarbig. Ne? Die gab's da nicht. Ich fühle mich hier wie bei Seven vs. Wild. Wir nennen uns hier irgendwie von Würmern und Blaubeeren. Genau, so schlimm ist es. Ja, wie in der ersten Staffel. Ich habe noch was anderes. Ja. Smarties. Blaue Smarties. Wow, was für ein gesundes Frühstück heute. Ja, jetzt sind da keine blauen drin, doch. Boah, ich liebe Smarties. Aber so richtig füllen tut einem das auch nicht. Bist du satt? Dieser Blick. Du kannst ja noch ein paar Glühbirne essen. Hast du noch was dabei oder müssen wir jetzt bis zum Mittagessen hungern? Ehrlich gesagt, glaube ich, müssen wir bis zum Mittagessen hungern. Oh no. Außer eine Sache habe ich noch. Mentos. Also satt werde ich davon nicht, Hella. Ja, was ein Wunder. Die sind halt weiß. Die sind so frech, diese Verpackungsmenschen. Ja. So viele Verpackungen waren auch einfach blau. Vor allen Dingen in der Käseabteilung und dann immer so Light-Käse. Immer alles in blau. Und dann denke ich mir so, ja, kann ich aber nicht mitnehmen. Weil das Produkt ist leider nicht blau. Und dann schaut man sich das an. Was ist denn hier überhaupt blau, frage ich mich. Ja, naja, dann müssen wir jetzt wohl ein bisschen hungern, bis es Mittagessen gibt. Hella,
Ja. Ich habe einfach Hunger. Ich muss jetzt was essen. Ich habe auch so Hunger. Weißt du, musst dich nicht wundern, dass ich so dünn bin, wenn wir immer solche Essensvideos machen. Jetzt schieb das bitte nicht auf mich. Nee, die Essensvideos machen wir jetzt auch nicht jeden Tag. Ja, aber komm bitte und gib mir was zu essen. Okay, jetzt gibt's was Richtiges. Es ist zwar komplett geschummelt mal wieder, aber es gab nichts anderes in Blau. Helle, das sagst du bei jeder Sache heute. Das ist komplett geschummelt. Nein, und zwar brauchen wir das hier dafür. Lebensmittelfarbe. Lebensmittelfarbe. Helle, haben wir die nicht auch? Haben wir die in Blau? Wir haben die doch in allen Farben. Ich weiß echt nicht, was wir hier im Haushalt haben. Nice. Oh Mann, ey. Kauft mir mal alles doppelt und dreifach. Naja, egal. Was lachst du? Dazu gibt es Kartoffelpüree, was eingefärbt wird. Oh, das macht einen wenigstens mal satt. Ja, das oder? Das ist ja gut. Ja. Von Maggi. Meiner Lieblingsmarke. Was auch sonst. Ich habe das noch nie gemacht. Ich bin ganz gespannt, wie das jetzt funktioniert. Kartoffelpüree. Ja, wahrscheinlich ist kein anderer Mensch so, aber voll gut. Das ist so fertig, Kartoffelpüree. Ja. Das habe ich auch noch nie gemacht. Wasser mit einem halben Teelöffel Salz aufkochen. Ich habe jetzt alles vorbereitet in der Zeit, wo Tom noch kurz auf Toilette war. Schön. Danke für die Information, Hella. Das wollte jeder wissen. Ja. Okay, wie funktioniert das jetzt? Wasser? So, jetzt 350 stand da. Das sind doch 350, das sind 360. Nein, aber 75, 75. Nee, das kommt sogar hin, sorry. Ich nehme alles richtig? Zurück. Ja, rein da. Und das muss man jetzt aufkochen lassen. Das ist doch schon am Kochen gewesen, Hella. Noch mehr kochen. Noch mehr kochen als kochen? Bis es sprudelt. Jetzt kommt die Milch. Ach, Milch auch noch. Also, 125 Milliliter. Okay. Wow, das hat das voll abgelöscht jetzt. Und dann... Bald löscht die Feuerwehr nur noch mit Milch. 20 Klötze 20 Butter. Butter, juhu! 20 Butter einfach. Ich glaube so viel, oder? Ja, passt schon. Einfach Chefköchin. Würdest du die jetzt dazugeben? Ja, ich weiß nicht. Du bist die Chefköchin hier. Ich will die Verantwortung nicht tragen. Oder willst du es erstmal färben hier, Hella? Nein, das kommt gleich. Ja, oh mein Gott. Blauer Püree. Blauer Püree. Das sieht so cool aus. Das sieht so fancy aus. Es sieht so fake aus. Schaut euch das an. Leute, das ist gar nicht geschummelt. Das ist halt einfach blauer Püree. Weißt du, die haben bei den Blaubeeren geschummelt, weil die waren nicht blau. Ja, wirklich. Aber der blaue Püree, das ist nicht geschummelt. Genau so. Das sieht so cool aus. Gibt es denn dazu noch irgendwas anderes? Oder? Ja, es gibt noch eine Beilage. Oh mein Gott. Was? Deine Zähne. Sind die blau? Ja. Deine oh mein Lippen Gott, nein. Okay. Das ist ja gar nicht unangenehm für mich. Komische Konsistenz. Ich glaube, ich habe da zu viel Wasser nachgekippt. Okay, was gibt's als Beilage? Das ist jetzt gar nicht geschummelt. Oh. Also du musst halt sagen, ob das zählt oder nicht. Wir können das Video auch sonst nennen, Hella. Ein Tag schummeln. Ja, wirklich. Blaukraut. Nein. Ich habe extra Blaukraut gesagt und das zugehalten, weil es eigentlich Rotkohl heißt. Hä? Und es ist lila. Rotkohl, aber was hat das denn dann mit Blau zu tun? Wenn das Rotkohl ist, der lila ist. Wo ist dann Blau? Ein bisschen blau sieht es schon aus. Hä? Schau doch. Ja, das ergibt halt null Sinn. Wirklich, das kann man gar nicht durchgehen lassen. Aber dann haben wir halt nichts anderes. Wir müssen einfach die Tage schon das Lila-Video drehen. Das kann dann einfach direkt nächste Woche online gehen, weil wir haben ja jetzt schon alles fürs Lila-Video. Aber ich habe jetzt etwas zum Trinken und das ist nicht geschummelt. Traubensaft. Traubensaft. Also wenn der jetzt nicht blau ist, woher dann weiß ich wissen, auch nicht. Dass der blau ist? Du sagst schon jetzt, dass es nicht geschummelt. Ich glaube halt nie im Leben, dass der blau ist, Hella. Nie im Leben. Nie im Leben. War klar. Wo steht da, dass der blau ist drauf? Hä? Das sind blaue Beeren. Nein, das sind einfach nur aber Trauben. Jetzt weiß ich's. Jetzt weiß ich's, wie wir es machen. Du willst jetzt da auch noch was von dem Färbungsmittel reinbringen? Also ja, es ist total bescheuert, weil ich wusste eigentlich, dass Traubensaft so aussieht. Aber irgendwie, als ich das eingekauft habe, dachte ich, das wäre blau. Also halten wir mal fest, bis jetzt hast du nur eine blaue Sache gekauft. Und das war... Aber jetzt kommt's. Ja. Das ist ja wohl blau. Aber was ist das? Blue Curaçao. Warte, warte, was ist das denn überhaupt? Kann man das überhaupt trinken? Nachher ist das irgendwie so Scheibenwischwasser oder so. Natürlich, das ist ein Getränk. Okay, ich schau mal, was wir hier noch haben. Hier ist ein Glas. Hier ist ein bisschen Wasser drin. Was machst du da? Hella schummelt. Das ist wirklich ein Tag schummeln. Okay. Wow. Also komm, das können wir trinken. Okay. Jetzt bin ich mal gespannt, wie das schmeckt. Was? Ist doch Scheibenwischwasser. Ew. Wir hätten das mal so mit Sprite oder so machen sollen. Was probier ist das, das mal. Ich check's ja nicht. Probier das. Warte kurz, was ist da drin? Zucker, Wasser, natürliche Aroma. Das ist sowas für Cocktails halt. Ach so. Es schmeckt halt so Wasser aufgelöst mit Zucker oder so. Ja, naja, wenigstens nicht können wir irgendwas trinken. Soll ich mal den
blauen Kartoffelpüree holen, ja. Boah, das sieht so gut aus. Das sieht so fake aus. Ich habe noch nie so einen faken Kartoffelbrei gesehen. Oh Gott. Also theoretisch könnten wir auch einfach in jedem Farbvideo Kartoffelbrei in einer anderen Farbe essen. Das stimmt. Hätte ich Kinder, ich würde dir das jeden Tag so machen. Die würden sich so freuen. Die wären halt einfach. Weißt du, wenn deine Kinder das nicht essen wollen, dann machst du das einfach so blau und dann essen die das. Ja, aber stell dir vor, die sind irgendwann mal so im Kindergarten oder so, dann gibt's da so Essen und dann sagen die so, wieso ist der nicht blau? Und dann gucken alle so, hä? Bei uns ist der immer blau. Dann kommt erstmal das Jugendamt und kontrolliert, wieso der Kartoffelbrei bei dir zu Hause blau ist. Die denken dann auch so, der ist vergammelt oder so. Ja. So, jetzt probier mal. Oh mein Gott, deine ganzen Lippen und deine Zunge ist auch voll blau. Ja, das weißt du, wie du aussiehst. Sehe ich immer noch so aus? Ja. Ich feiere das so sehr. Blauer Kartoffelpüree. Du bist dran. Also echt, der Kartoffelbrei ist halt einfach der leckerste als dieser Fertigkartoffelbrei. Ja. Wo noch so ein bisschen Stückchen drin sind und so. Aber wenigstens kriegen wir mal ein bisschen was in den Magen jetzt. Ich glaube, wir machen gleich noch eine zweite Portion. Na, hier ist noch ein bisschen was drin. Hast du noch was zum Mittagessen oder war es das? Das war aus der Babynahrungsabteilung. Ja, aber die sind doch safe von innen gelb. Hella. Die waren blau. Die sind nie... Die werden auch blau sein. Nie im Leben, Hella. Und? Ist blau? Schmeckt das blau? Mhm. Wow. Krass, die sind voll blau. Siehst du das? Oh Mann, einen Tag schummeln halt, ne? Nee, ich esse das nicht. Das ist nicht blau. Ich bleib bei meinem Kartoffelbrei. Was trinkst du da schon wieder? Du musst das hier trinken, Hella. Das ist dein Glas. Naja, ich freue mich schon aufs Abendessen. Schmackopfatz, das war lecker. Ja, ne? Und ich muss sagen, es hat mich sogar, also Kartoffelbrei sättigt auch. Das stimmt, es war nur ein bisschen lame, so ohne Soße. Aber dein Mund sieht nicht lame aus. Ja, deine auch nicht. Streck mal deine Zunge raus. Komplett blau. Das erinnert mich an den Weihnachtsmarkt, wo ich einmal dieses blaue Ding gegessen habe. Ja. Da war auch alles blau. Da war auch den müsstest du mal essen jetzt. Ja, dieses Apfelkrümmelmonster. Ja, genau. Ich würde sagen, wir müssen jetzt schon mal unser Abendbrot vorbereiten. Hä, wir haben gerade das Mittag gegessen. Jetzt bin ich satt. Ja, wir müssen das ja jetzt nicht direkt essen, aber das dauert ein bisschen in der Vorbereitung, weil wir etwas backen werden. Backen? Ja, es ist leider was Süßes. Zum Abendbrot? Ja. Cupcakes oder was? Das war ein bisschen schwierig. Nein, du wirst es aber wirklich mögen. Okay. Weil das ist dein liebster Kuchen. Käsekuchen. Oh, nice. Das hat sich ja ganz schön motiviert angehört. Aber wir dürfen dann nicht die andere Farbe nehmen, sondern nur blau. Genau, wir nehmen nur blau und dann ist es so ein Käsekuchen, den wir essen können. Ein blauer Käsekuchen. Was jetzt? Ist das nur eins? Was jetzt, Hella? Was jetzt? Ist kein Käse drin oder was? Ah, nee. Das ist der blaue und das ist der rosane. Okay. Und wir nehmen nur den blauen. Wir haben so lange nicht mehr gebacken, seit der Weihnachtszeit. Ja, halt wirklich. Und da blind. Ich suche ein Rührgerät. Du siehst halt aus, als wenn das so gehört, mit den blauen Lippen. Das ist mein Lippenstift für heute. Ja, das sieht auch so aus. Hä? Manche tragen echt so einen Lippenstift. Ich suche einen Rührstab. Und du weißt, einen Rührstab? Ach so, nee. Ich weiß nur, dass wir das hier haben. Das habe ich dir auch irgendwann mal gekauft. Das sieht doch gut aus. Das ist perfekt. Handrührgerät. Okay. Das haben wir auch noch nie benutzt. Ja, ich freue mich so. Endlich kann es eingeweiht werden. Ich habe gerade eben, übrigens schon hier, das hier eingefettet und mit Mehl bestreut. Das sollte man irgendwie machen. Und jetzt tue ich das hier in meine Ganzkalorierschüssel. Einmal dieses ganze Pulver. Und dann kommt da noch ein Ei dazu. Oh mein Gott, wie perfekt ist das da reingefallen. Also bis jetzt habe ich noch nichts Blaues gesehen, um ehrlich zu sein. Ja, das kommt ja noch. Ich würde sagen, die Regel ist einfach, es muss blau sein, wenn es bei uns in den Mund kommt. Ja, das ist gut. Okay. Das ist eine sehr gute Regel. Alles mit Lebensmittelfarbe. Ja, aber das heißt ja auch, dass du halt nicht Sachen nehmen kannst, die nur blau von außen aussehen und dann auf einmal aber weiß von innen sind. So wie das Knäckebrot oder so. Ja, das stimmt. Das darf man nicht. Okay, und jetzt kommt dann noch Butter dazu. So, jetzt schätzt mal 100 Gramm ab. Wie viel ist denn da drin insgesamt? 250. Ja, dann ist die Hälfte ja 125. Noch die Hälfte. Wenn du hier einfach so durchschneidest, eben hast du ja 20 Gramm abgenommen. Wenn du jetzt da so abschneidest in der Mitte so. So, ne? Nee. Ja, das geht auch. Man sieht, dass wir sehr oft backen. Ja. Ja. Perfekt. Was halt da Butter an deinem, ja, und an deinem Das Erd. Meinst du? Was meinst du? Backen mit Hella und Tom. Was war das denn? Oh, das sieht gut aus. Das sollen nämlich solche Streusel sein. Unsere Küche sieht zwar jetzt aus wie Sau, aber es hat funktioniert. Das sieht richtig gut aus. Richtig gut. Schmeckt das? Mhm. Okay, jetzt warte, gib her. Hallo. Mm. Du darfst das noch nicht essen. Jetzt muss es hier drauf.
und dann festgedrückt werden. Wo ist denn der Käse? Das kommt gleich erst. Ach, das ist der Boden sozusagen. Das ist der Boden. Wow, Tom, du machst das so toll. Ja, im zweiten Leben werde ich Bäcker. Und Konditor. Ich weiß ja nicht. Ich würde da jetzt nicht unbedingt hingehen. Hingehen? Wohin gehen? Zu dir, wenn du Bäcker wärst. Ach so. Ich habe jetzt gerade mal ein bisschen Butter geschmolzen, 250 Gramm. Wenn du das trinkst, 10 Euro. Okay. 10 Euro. Wenn du das nicht gesagt. Nee, das hast du nicht gesagt. Du hast nur gesagt, wenn du das trinkst. Ich habe davon was getrunken. Oh, nee. Ja, 10 Euro. Das Ganze. Nee, das hättest du vorher sagen müssen. Oh, Tom. Ah, ich habe noch nie so leicht Geld verdient, Hella. Oh, frech. Was kommt jetzt? Es sieht hier aus, Hella. Es sieht hier so schlimm aus, ich weiß. Das Cremepulver muss dazugegeben werden. Boah, das dampft richtig. Wo ist der Käse, Hella? Du denkst auch, da kommt ein echter Gouda rein. Ich weiß es nicht. Ich glaub's ja nicht, ey. Glaubt ihr auf Ernst, dass da echter Käse reinkommt? Ja, deswegen heißt er doch Käsekuchen. Nein, da kommt immer sowas rein. So, das sieht doch schon mal mega gut aus. Kommt das da jetzt auch mit rein? Jetzt kommt, wir brauchen 1,5 Kilo Magerquark. Was? 1,5 Kilo? Hey, und das ist, wie viel ist das? Das sind 500 Gramm. Ich glaube, wir müssen nochmal zum Einkaufsladen gehen, Hella. Das wird halt sonst der komischste Käsekuchen der Welt. Ohne Käse. Lass einfach Gouda reinmachen. Ja, einfach Gouda. Ich habe noch eine Packung Magerquark. Echt? Ja. Ich habe auch noch eine im Kühlschrank. Ja? Ja, dann haben wir sogar 1,5 Kilo. Aber das passt da ja niemals rein. Nee. Dann nehmen wir jetzt die Salatschüssel. Boah, was ist das denn? Das sieht mager aus hier drin. Sicher, dass der noch gut ist? Ja. Wie viel muss da bitte rein? Das ist ja unglaublich. Jetzt müssen wir als letzten Step noch Eier dazugeben. Und zwar 7 Stück. 7 Stück? Ich sag ja Eier, wir brauchen Eier. Hä? Da fehlt ein Ei. Und jetzt ist auch noch eins kaputt. Oder ist das das, hast du es nicht, wieso ist da ein Ei zu wenig drin, Hella? Das war von gerade, das haben wir für die Dings benutzt. Aber du hast doch gerade erst da rausgeholt, die Eier. Nein, da stand hier schon die ganze Zeit. Ich schwöre, ich habe doch ein Ei benutzt für das, ja, hier, aber für diesen Kuchenboden. Diese Eierpackung hast du gerade erst da rausgeholt. Nein. Hä? Wir haben einen Videobeweis. Videobeweis, wir brauchen den Videobeweis. Was kommt jetzt? Eins. Hä, dann habe ich dir doch gerade eben noch das Ei gegeben. Stimmt. Ja, siehst du? 7. Ich probiere das jetzt mal. Schmeckt so nice. Schmeckt das nach Gouda? Ja. Und jetzt wissen wir, woraus Gouda hergestellt wird. Steht das da drauf, dass man das jetzt da rein, ja, soll? Himmelblau. Sehr schön. Wow. Meine Lieblingsfarbe. Okay, jetzt nochmal umrühren. Tom hat halt einfach gerade dieses Teil angemacht, obwohl das da nicht drin war. Was soll das? Wir sind komplett voll. Ich möchte das da drauf machen. Okay. Mmh, das sieht richtig delicious aus. Wir haben halt so viel Käsekuchen, Tom. Dann wollen wir das halt alles essen. Oh, nice. Ich hol dir mal so einen Schaber. Tom, das ist der erste Käsekuchen in unserem ganzen Leben. Den wir selber machen, ja. Ja. Und der sieht auch noch so nice aus, so himmelblau. Oh, ja. Richtig nice. Den schieben wir gleich nur noch in den Backofen und dann sehen wir uns zum Abendbrot wieder. Ein paar Sekunden später. Warte mal, zum Abendbrot? Wir essen den zum Abendbrot. Das wird unser Abendbrot. Ja. Yeah. What? Hast du da was dagegen? Ist mir gerade erst aufgefallen, dass es unser Abendbrot wird. Ich dachte, das wäre irgendwie so Kaffee und Kuchen. Naja, mal sehen, wie es schmeckt und ob wir satt werden. 3000 Jahre später, ich musste mir eine neue Hose anziehen, weil, ja, ihr seht es noch am Boden, es war ein Schlamassel, ein Malheur ist passiert. Und der Kuchen ist, glaube ich, fertig. Also mein Wecker klingelt zwar erst in 5 Minuten, aber wenn es jetzt nicht so beschlagen wäre, würde man sehen, dass er da hinten, ja, man sieht sogar, schon verkohlt ist. Ich glaube, ich hole den mal raus. Und wie krass ist der aufgegangen. Crazy. Okay. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal Kuchen gebacken habe. Boah, der sieht richtig gut aus. Tom, der ist uns so gut gelungen. Noch haben wir ihn nicht probiert. Ich glaube, der wird so lecker schmecken. Und er ist immer noch einigermaßen blau. Wir dürfen halt nicht die braunen Stellen essen. Schneide das jetzt. Wie wir einfach Kuchen zum Abendbrot essen. Was? Oh, ich finde das so nice. Tom und ich lieben halt auch beide Käsekuchen. Es war so eine gute Idee. Gleich fällt er so auseinander, ich sag's dir. Irgendwie zu viel. Die Frage ist, wie wir das da jetzt rauskriegen. Geht er? Er sieht so wunderschön aus. Oder? Ich bin ein bisschen stolz. Tom, ich glaube es nicht. Mein Stück ist ja perfekt. Mein Stück ist halt die Perfektion. Ein blauer Käsekuchen. Ja, ich bin mal gespannt, ob er auch so schmeckt, wie er aussieht. Heiß. Einfach das nur heiß. Das geht auch nicht. So komisch, weil sonst sieht Käsekuchen anders aus.
Sehr heiß. Sehr heiß und ich hoffe tatsächlich, dass er noch so ein bisschen einfällt, weil der ist jetzt sehr fluffig. Sehr, sehr fluffig. Aber das ist doch nice eigentlich, oder nicht? Ja, aber schon fast too much. Ich glaube, wenn es nicht so heiß wäre, würde der nach Käse gut schmecken. Na, fluffy Schaum ja, irgendwie. Aber vielleicht muss der einfach nur abkühlen und dann ist er ein bisschen heißer. Ja, glaube ich auch. Und was trinken wir dazu? Hella, das kann man nicht blaue trinken. Blaue Streusel. Das sind sogar Delfine, Tom. Dein Lieblingstier. So ein richtiges Getränk haben wir jetzt nicht. Wie? Aber wir haben mal gesagt, das Wasser darf immer getrunken werden, damit Stimmt. wir nicht verdursten. Wollen wir mal nicht so sein, machen es auch mal blau. Alter, wie crazy sieht das aus? Ich finde halt blau ist so eine schöne Farbe. Ich glaube nach Pink meine absolute Lieblingsfarbe. Das sieht halt weird aus. Mal gucken, wie es schmeckt. Oh mein Gott, es schmeckt so anders. Wenn man die Augen zumacht, schmeckt man den Unterschied nicht, aber es ist halt so weird, blaues Wasser. Aber man malt das doch auch immer so blau, oder ja, nicht? Ja, stimmt. So als Kind. Da hat man einfach schon immer an unser Video gedacht und man dachte so, irgendwann wird Wasser auch mal blau sein. Darf ich auch mal probieren? Mhm. Ich frage mich, wenn man sich jetzt dabei vorstellt, das ist jetzt Blaubeersaft, weißt du? Ob man das dann gleich auch schmeckt vielleicht. Nein. Ihr habt mir die ganze Zeit im Kopf gesagt, Blaubeersaft, Blaubeersaft oder so. Nein. Aber das schmeckt einfach so gut. Ich glaube, wir essen jetzt hier noch den ganzen Kuchen auf und trinken noch ein bisschen blaues Wasser. Und ich habe noch eine Sache für dich als du Nachtisch. Du hast noch mehr. Als Nachtisch vom Nachtisch. Ja, dann hau mal raus. Das. Aber das habe ich nur für dich gekauft. Wieso? Weil ich mag das nicht. Hast du das schon mal probiert? Ja. Danach hast du auf jeden Fall keine Halsschmerzen mehr. Und vor allem keinen Mundgeruch mehr, weil es riecht sehr intensiv. Das ist das Bonschen hier und ich glaube, damit beenden wir das Video auch. Wir hoffen natürlich, euch hat das Video gefallen. Lasst gerne einen Daumen nach oben da und abonnieren nicht vergessen. Und dann bis zum nächsten Video. Und einen blauen Like da lassen. Ja, einen blauen Like. Bis dann. Bis dann. Tschüss.